Die Sparkassenfinanzgruppe lobt bereits zum 8. Mal den Sportabzeichenwettbewerb auf Bundesebene aus. Die Sparkassenmitarbeiterinnen vor Ort haben dann die angenehme Aufgabe, wenn in ihrem Bereich Siege errungen wurden, diese Sieger auszuzeichnen. So geschah das auch am 21. Juni in der Grundschule Nerschau. Neben der Leiterin des Geschäftsstellenbereiches Nerschau, Antje Singer, und deren Mitarbeiterinnen waren auch Cornelia Heinze vom Kreissportbund Landkreis Leipzig sowie Ilona Streine von der Abteilung Marketing der Sparkasse Muldental vor Ort. Dann betraten die eigentlichen Akteure die Bühne, die Klassen der Grundschule Nerschau. Sie haben mit ihren sportlichen Leistungen, die auch durch die kräftige Unterstützung der Sportlehrerin Elke Langner und der gesamten Lehrerschaft zustande kamen, überzeugt. Für die Jury war auch der hohe Grad der Beteiligung am Wettbewerb ausschlaggebend für das Preisgeld von 1.000 Euro, das sportbezogen ausgegeben werden soll. Als sofortige und nutzbare Anerkennung erhielt jedes Kind einen Sportbeutel und Bälle aus den Händen der Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle in Nerschau. Auch für die Schule gab es eine Urkunde, die mit der Siegerprämie verbunden ist. Angeschafft werden zum Teil Sportgeräte und Bälle, der andere Teil wird für einen Schwimmbadbesuch ausgegeben. Und dabei wird im Schwimmbad Kleinboden gleich der Grundstein für das nächste Sportabzeichen gelegt. Cornelia Heinze vom Kreissportbund übergab dann die Blumen an Kerstin Lohrmann, der Leiterin der Grundschule Nerschau. Dabei hat die Grundschule eher bescheidene Möglichkeiten für den Sportunterricht. Eine Lauf- und Sprunganlage am Hort und der Sportplatz ist genau wie die Turnhalle ein ganzes Stück von der Schule entfernt.